بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Liebe Geschwister, in dieser unserer neuen Serie wird es um die Strafe Allahs gehen. Und um noch spezifischer zu sagen, um die Hölle. Und um noch spezifischer zu sagen, um die brutale Pein der Hölle. Und es ist gewollt von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er seine Diener Angst macht. Denn die Furcht, Al-Khawf auf Arabisch, ist eine der Anbetungen des Herzens, von vielen Anbetungen des Herzens, die leider heutzutage oder über die heutzutage sehr wenig geredet wird. Wir sind leider sehr objektiv. Wir schauen auf das Äußere des Muslims oder der Muslima. Wir urteilen sogar nach dem Äußeren. Das ist ja einerseits auch richtig. Aber worauf ich hinaus will, ist das Innere des Menschen, die sogenannte Furcht, Al-Khawf. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt das oft im Koran, dass wer ihn fürchtet, erfolgreich sein wird und das Paradies betreten wird. Und manche verstehen nicht die Anbetung der Furcht. Sie denken, Furcht zu haben ist etwas Negatives, obwohl es genau das Gegenteil ist. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt von seiner heftigen Strafe und der heftigen Pein der Hölle sehr detailliert im Koran. Und der Diener sollte gerade heutzutage in der Zeit, in der wir leben, in der die Sünden sich verbreitet haben, die Sünden, die man mit den Augen machen kann, ist ganz einfach geworden. Man hört Sachen, die haram sind. Man sieht Sachen, die haram sind. Man beabsichtigt Sachen, die haram sind. Und dann macht man tatsächlich Sachen, die haram sind. Und wenn du kein Grundkapital an Furcht hast in deinem Herzen, die Anbetung der Furcht, wirst du in allen Sünden fallen. Und das sogar leicht. Deswegen brauchst du eine gewisse Anzahl an Proviant von Furcht, damit diese Angst dich fernhält von diesen Sünden. Und deswegen hat es Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran sehr oft und häufig und viel erwähnt, seine Strafe. Wie oft liest du im Koran? Azabun alim, schmerzliche Strafe. Azabun azim, gewaltige Strafe. Azabun muhin, schmachvolle Strafe. Etc. etc. Wie die Höllenbewohner gepeinigt werden, wie sie in Ketten gelegt werden, wie auf ihnen mit Hammer und Eisenkeulen draufgeschlagen wird, auf ihren Köpfen. Gewaltige Strafe, brutale Strafe, damit der Muslim abgeschreckt wird und diese Sünden dann nicht begeht. Denn die Sünden sind nur ein Tor zur Hölle. Und was wir hier machen werden, unser Basisbuch wird sein, von Ibn Rajab al-Hanbali, das ausführlichste Buch überhaupt in dieser Thematik, in dieser Ecke geschrieben hat. Es gibt sehr viele Bücher, die über die Hölle gesprochen haben, aber das von Ibn Rajab ist das ausführlichste, namens At-Takhwifu min an-Nar, also Angstmacherei vom Feuer, wa ta'rifu bihali daril bawar, und die Kenntnis des Zustandes der Bewohner des Dar al-Bawar. Das hat er aus Suratu Ibrahim herausgefischt. Und so waren die Gelehrten, dass die teilweise ihre Titel oder Vorträge sich das rausfiltern aus dem Koran. Dar al-Bawar ist die Wohnstätte des Untergangs. Und so nannte er sein Buch. Also das Angstmachen oder Angsteinflößen vom Feuer und die Kenntnis der Bewohner der Wohnstätte des Niedergangs, wie es in Suratu Ibrahim, wie gesagt, erwähnt wurde. Und darin sind sehr viele Überlieferungen, Verse, Ahadith und besonders schöne Aussagen der tugendhaften Vorfahren über die Hölle,
über die Angst, über die Anbetung etc. Im Hadith heißt es, den Bukhari in seinem Tarikh al-Kabir überliefert, La tansaw al-azimatayn al-jannata wa-nar. Vergisst nicht die zwei Gewaltigen. Welche sind das? Das Paradies und die Hölle. Und wir werden inshallah auch parallel dazu natürlich eine Paradies-Serie starten. Aber schau mal hier auf den Wortlaut. La tansaw al-azimatayn. Vergisst nicht die zwei Gewaltigen. Und bei Allah, wir haben sie vergessen. Und wie gesagt, gerade in unserer heutigen Zeit. Weil das ist die Endstätte, das Endziel, die Endstation. Alle müssen irgendwann in die Hölle für ewig oder ins Paradies für ewig. Ja, es gibt die Ausnahme, dass die Muwahhidun, die Muslime, eines Tages aus der Hölle rauskommen werden. Aber ihr Endziel wird dann auch sein, das Paradies. Aber wie kann es sein, dass es um Hölle, um Paradies geht und du hast kein Wissen über diese zwei, wie nennt er sie? Al-Azimatayn. Der Hadith ist umstritten, wird es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben oder ist es eine Aussage von Omar, wie dem auch sei, da steckt vieles Nützliches drin. La tansawul al-Azimatayn. At-Tirmidhi überliefert, kana yaqulu idha ra'a an-nasa fi ghafla. Hier heißt es, dass Omar ibn al-Khattab beziehungsweise Ibn Umar in anderen Überlieferungen, wenn er die Menschen gesehen hat, wie sie sich in Unachtsamkeiten befinden, Allahu Akbar, die Zeit der Sahaba, Unachtsamkeit, ja, weil sie auch Menschen sind. Er sagt, كان يقول إذا رأى الناس في غفلة, wenn er die Menschen so in ihrer Unachtsamkeit gesehen hat, was hat er gesagt? أكثروا ذكر النار. Vermehrt ist, über die Hölle zu sprechen. Und genau das wollen wir in dieser Playlist auch tun. Also, tadle es nicht. Schelte es nicht. Sage nicht, warum erzählst du von der heftigen Strafe? Warum erzählst du den Leuten die brutale Strafe? Das schreckt sie ja nur ab. Ja, das soll ja auch so sein. Abschrecken aber von was? Sag ja nicht, es schreckt die Leute von der Religion ab. Nein, das kann nicht sein. Es kann mit einem gesunden Verstand und gesundem Herzen nicht passieren, dass wenn du ihn warnst vor der Hölle, dass er deine Religion unterlässt. Der Koran ist voll, auf jeder Seite fast liest du Khalidina fiha, entweder Hölle oder Paradies. Abschreckung hier soll sein vor den Sünden. Er sagte, Akthiru dhikra nar, vermehrt es, das Feuer zu gedenken. Fa inna harraha shadid, denn die Hitze von ihr ist heftig. وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيدٌ, und ihr Abgrund ist sehr, sehr tief. وَإِنَّ مَقَامِعَهَا مِنْ حَدِيدٌ, und die Keulen oder die Hammer, die die Engel haben, mit denen sie die Höllenbewohner schlagen, sind aus Eisen. رواه الترمذي, überliefert in den Sunan von الترمذي. Also sehen wir hier, dass sogar unter den Sahaba es eine Art Sunna war, dass wenn die Leute abdriften und sich in Unachtsamkeiten befinden, ermahne sie durch das Feuer. Beziehungsweise in anderen Überlieferungen ermahnt, gewähnt oft den Genusszerstörer, den Tod. Und das alles ist irgendwo das Gleiche, weil Tod kommt vor Hölle, etc. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل, schau mal hier, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war bestrebt, was seine Sahaba so im Gebet aufsagen. Eines Tages trifft er auf einen und sagt, كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلَةِ, was sagst du so in deinem Gebet auf? Er will gucken, ob er alles richtig ausspricht. قَالَ أَتَشَهَّدُ وَأَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. Er sagt, ich bete allgemein, ich bete so wie alle beten und dann spreche ich mein Tashahud, At-Tahiyyatu Lillahi etc. Und dann suche ich Zuflucht, beziehungsweise dann frage ich Allah nach dem Paradies und suche Zuflucht vom Feuer. Amma inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adh, denn ich schaffe es nicht. Die Dandana ist entweder schöne, rhetorische, aufgebaute Mitgebete oder das vor sich leise hin Dua machen. Kennst du das? So leise vor sich hinflüstern. Dieser Mann sagt, je nach Bedeutung, ich kann deine schönen rhetorischen Bittgebete nicht aufsprechen, O Gesandter.
Oder ich verstehe deine ausgesprochenen kleinen Duas nicht, weder deine noch die von Muad. Hieß die hohe Stufe von Muad ibn Jabal, der der Wissendste war in Halal und Haram. Faqal, schau mal, der Prophet, wie er ihm antwortet, und das ist unser knackender Punkt. Faqal, faqal der Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawlaha nudendin. Allahu Akbar, rawahu Abu Dawud fi sunanihi. Er sagt, hawlaha, darum handelt unsere ganze Bittgebete, die so schön rhetorisch sind, oder darum handelt mein leises Flüstern. Worum? Um Hölle und Paradies. Also lernen wir daraus, es geht nur um Hölle und Paradies. Aber wie oft erwähnst du die Hölle und das Paradies in deinem Leben? Nein, es ist genau das passiert, wie es im Hadith steht. La tansahu, vergisst nicht oder vergesst nicht. Was haben wir gemacht? Bei Allah, wir haben es vergessen. Wir haben Hölle und Paradies vergessen, total. Schau dir die Gespräche der, nicht der Menschen, der Muslime an. Schau dir an, über was die Muslime reden. Von morgens, wenn er aufsteht, bis nachts, wenn er wieder schlafen geht. Diese Spanne dazwischen, um was sind seine Themen? Und wenn es religiöse Themen sind, dann wird nicht über Hölle und Paradies gesprochen. Also haben wir sie tatsächlich vergessen. Und hier ist Verneinung, vergesst sie nicht. Denn wenn du das Ziel vergisst, willst du dich auf dem Weg nur, ja, leichtsinnig und nicht mit vollem Elan dich verhalten. Es ist ja sogar den Sahaba passiert. Er sagt ja, wenn er sie in Unachtsamkeiten sah, wenn sie in Unachtsamkeit zehnmal verfallen, wie sieht es dann mit uns aus? Und unsere Zeit, die nur dich wegzieht von der Religion und dich erst recht in Unachtsamkeit und Achtlosigkeit stürzt, siehe Social Media etc. Und warum über die Hölle oder das Paradies sprechen? Weil es auch eine Art der Dauer war, dass man damit anfängt. Besonders bei Neukonvertiten oder Neupraktizierenden. Der Beweis hierfür ist in Sahih al-Bukhari, in dem es heißt, pass auf hier, إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْمُفَصَّلِ. Das erste, was herabkam vom Koran, waren die Mufassal-Suren. Also von Surat al-Qaf bis Surat al-Nas, beziehungsweise von Surat al-Hujurat bis Surat al-Nas, je nach Aussage der Gelehrten. Und manche teilen es ein in langen Mufassal, mittleren Mufassal und kleine Mufassal. Das ist aber eine Sache für Koranwissenschaft. Wir sagen allgemein, wie im Hadith steht, Mufassal sind die Suren, die kurze Verse haben. Von Surat al-Qaf bis Surat al-Nas. Das kam zuerst herab. Geh du und lies von Surah 50 bis 114. Lies diese Suren, du wirst folgende Themen finden. Hölle, Paradies, Tag der Auferstehung, Tod. Hölle, Paradies, Tag der Auferstehung, etc. Strafe. Nur darum dreht sich dieser letzte Teil des Korans. Und hier im Hadith heißt es, es war das erste, was herabgesandt wurde. Fiha, pass auf, Fiha dhikrul jannati wa nar. In diesen Suren ist die Erwähnung von Paradies und Hölle. Hatta idha thaba an-nasu ila al-islami nazala al-halalu wal-haram. Das sagt Aisha radiyallahu anha. Sie sagt, als dann die Menschen zum Islam gefunden haben, wann? Nachdem sie gewarnt worden sind von Hölle und ihnen das Begehren gemehrt wurde und Hoffnung zum Paradies. Jetzt erst erzähl ihm von Halal und Haram, und so kam es herab. Und so sagt sie weiter: وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا. Subhanallah. Sie sagt, und wenn zuerst herabgesandt worden wäre, trink kein Alkohol, dann hätten sie weiter Alkohol getrunken. Oder verrichtet keine Sinna, keine Unzucht, außerehelichen Geschlechtsverkehr, hätten sie es weiterhin getan. Warum? Weil sie wissen ja gar nicht, um was es geht. Warum sollte ich denn aufhören zu trinken? Warum sollte ich denn aufhören, unerlaubten Geschlechtsverkehr zu haben? Warum? Als ihnen aber zuerst eingeprangert wurde, Hölle und Paradies, haben sie Sinna und Alkohol unterlassen. Weil jetzt wissen sie, um was es geht. Und das ist eine schöne Herangehensweise in der Da'wah. Und das Erste, was herabkam, war auch das. Von den ersten Suren, die herabgesandt worden sind, ist Suratul Mudathir. Am Anfang der Sure, am Anfang der Da'wah. Ya ayyuhal Mudathir.
O du eingehüllter Zugedeckter. Hier wurde er zu einem Gesandten. Mit welchem Befehl? Qum fa'andir, steh auf und warne. Und dann ist er aufgestanden, sallallahu alaihi wasallam, und hat 23 Jahre lang Da'wah gemacht, sallallahu wasallamu alaihi. لقد نزل بمكة على محمد وإني لجارية ألعب. Dann sagt sie weiter, Aisha, رضي الله عنها, und in Mekka ist herabgekommen auf Muhammad, und ich war noch ein kleines, junges Mädchen, welches am Spielen war. Pass auf. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. Dieses Stück Vers kam herab aus Suratu Al-Qamar. Der Mond. Schau mal, wie gewichtig dieser Vers ist, der die Herzen erschauern und erbeben lässt. Die Stunde, der Tag der Auferstehung wird ihr Treffpunkt sein, der Götzen, der Sünder. Und die Stunde ist schrecklicher und bitterer, als was sie im Diesseits erleben von Strafen etc. Ein gewaltiger, gewichtiger Vers. Sure 54, Vers 46. Solche Verse kamen herab in Mekka, als die Leute zum Islam gerufen wurden. Angstmacherei und auch hoffnungsvolle Verse des Paradieses. Dann sagt sie zuletzt, وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهِ. Aha. Und Suratul Baqara und An-Nisa, medinensische Suren, stecken ja voller Halal und Haram, Fiqh, Gebet, Scheidung, Ehe, Fasten, Hajj etc. kamen erst herab, als ich bei ihm war, das heißt, als er sie geheiratet hat. Und da hat sie ja geheiratet im zweiten Jahr nach der Hijra. Also sehen wir hier, das Erste, womit der Koran angefangen hat, war genau das. Hölle, Paradies, Strafe, Belohnung etc. Und später dann kam herab die ganzen Gebote. Subhanallah. Und wie gesagt, werden wir behandeln das Buch von Ibn Rajab, was wie folgt aussieht. Ich hoffe, man hat das gesehen. Ibn Rajab al-Hanbali, ein großartiges Werk. Das Beste in diesem Fach, wie gesagt, über die Hölle. Der Muhakkik, der sogenannte Muhakkik, ist jemand, der das Buch nochmal durchgeht, vielleicht die Hadithe ihren Quellen zuschreibt, die Verse nummeriert etc. Dieser hat ein Vorwort geschrieben, welches sehr schön ist, welches wir inshallah ta'ala dann im zweiten Teil erwähnen werden. Moment. Ja, wir können es auch jetzt machen, aber ich denke, es wird ein Ticken zu lange dauern. Bismillah. Also ich denke, wir machen das doch dann im zweiten Teil. Inshallah ta'ala. هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين